Leute, ich sag's, wie es ist. Wir haben gerade 17 Uhr und ich werde hier gerade richtig hart von der Lampe angestrahlt, weil es keine Sonne mehr gibt. Geschweige denn überhaupt Sonne gab heute. Ist das jetzt irgendein Smalltalk über das Wetter? Nein. Ich möchte euch gerne für das Thema Vitamin D sensibilisieren. Vitamin D heißt nur Vitamin D, ist aber eigentlich ein fettlösliches Hormon. Wir nehmen Vitamin D durch die Sonne auf über unsere Haut. Ach, wir haben jetzt gar keine Sonne gerade? Dann wird es vielleicht ein bisschen knapp mit dem Vitamin D. Wir können Vitamin D nicht ausreichend über die Nahrung aufnehmen. Wir benötigen Vitamin D für super viele wichtige Prozesse in unserem Körper, wie zum Beispiel. Sollten wir jetzt also in die nächste Apotheke rennen und uns eindecken mit ganz viel Vitamin D? Ganz klar nein. Wenn wir Vitamin D überdosieren, kann es ebenfalls Nebenwirkungen geben. Und jetzt? Vitamin D kaufen, es supplementieren und einfach mal gucken und hoffen, dass es nicht zu viel ist? Checkt euren Status im Blut. Geht zum Hautarzt, sagt, hey, ich möchte gerne wissen, wie mein Vitamin D-Status gerade aussieht. Macht keine halben Sachen, kauft euch nicht irgendwelche Supplements, die ihr vielleicht gar nicht benötigt. Und vor allem, überdosiert nicht einfach irgendwelche Supplements auf gut Glück, von denen ihr gar nicht wisst, was es für potenzielle Nebenwirkungen haben könnte. Einige Supplements können unter bestimmten Bedingungen super sinnvoll sein. Andere wiederum, gerade wenn man die Dosis nicht kennt, wenn man sein Blut nicht checken lassen hat, können einfach Schaden anrichten. Gönnt euch also bitte nicht einfach irgendwelche Supplements, von denen ihr nicht wisst, in welcher Dosis ihr sie benötigt, ob ihr sie überhaupt benötigt, inwiefern die Qualität stimmt und ob diese Produkte nicht auch potenziell Nebenwirkungen haben könnten. Und fragt bitte nicht Dr. Google, sonst sagt er euch die Prägung.